Hallo, in diesem Video zeige ich dir kurz ein paar Netzwerkbefehle, die man kennen sollte. Mit ipconfig /all schaue ich mir hier an, welche IP-Adressen habe ich auf welchem Netzwerkadapter und sehe hier verschiedene Dinge. Beispielsweise, wie heißt das Netzwerk bzw. der DNS Name meines Netzwerks, mit dem ich gerade verbunden bin. Wie heißt die MAC-Adresse meiner Netzwerkkarte? Ist DHCP aktiviert? Dann werden von einem Server, von einem DHCP-Server, steht für Dynamic Host Configuration Protocol, automatisch IP-Adressen an die Clients im Netzwerk vergeben. Und ich spare mir hier die manuelle Konfiguration von jedem Rechner in einer Firma. Autokonfiguration aktiviert bedeutet, dass sich die Netzwerkkarte automatisch mit dem Switch ausmacht, auf welche Geschwindigkeit maximal möglich ist, und die handelt sie sich aus. Verbindungslokale IPv6-Adresse zeigt mir an, eine automatisch vergebene IPv6-Adresse, die jetzt mir sozusagen Windows selbst gegeben hat, ohne dass ich mich irgendwie um IPv6 kümmern muss. Das ist meine IPv4-Adresse, meine dazugehörige Subnet Mask. Hier wird festgelegt, mit Lease erhalten und Lease läuft ab. Wann habe ich die IP-Adresse, die ich gerade habe, bekommen vom DHCP-Server und wann läuft die wieder ab? Wann muss ich sozusagen oder der Rechner vom DHCP-Server wieder eine neue IP anfragen? Standard Gateway bzw. auch Router heißt, alle IP-Pakete oder alle Netzwerkpakete, die nicht im lokalen Netzwerk irgendwo erreichbar sind, alles, was ich sozusagen außerhalb des 172.16er Netzes befindet, wird an Datenpaketen hierher geschickt und dieser Router kümmert sich dann um alles weitere. Hier der DHCP-Server, der DNS-Server. Der Rest ist für uns jetzt einmal uninteressant. Ein weiterer Befehl ping www.heise.de zum Beispiel. Hiermit kann ich schauen, ob ein Rechner im Netzwerk erreichbar ist. Hier sehe ich die IP-Adresse zu diesem DNS-Namen, die Bytegröße der Datenpakete oder eines Datenpakets, das herumgeschickt wurde, die Zeit, die der Server braucht, um mir zu antworten, und as time to live, die maximale Anzahl an Zwischenstationen, über die das Datenpaket sozusagen geht, bis ein Error retour kommt. Time to live darf man nicht verwechseln, das ist quasi keine Zeit in Millisekunden, so wie hier vorne, sondern eine Art Hop-Counter, wo die Anzahl der Zwischenstationen des Datenpakets gezählt wird. Hier bedeutet das, dass maximal 246 Zwischenstationen von mir bis zu www.heise.de sein dürfen dazwischen. Ansonsten wird das Datenpaket bei der 246. Stelle verworfen und an mich ein Error zurückgeschickt. Ich kann den Befehl mit -d hinten im Dauerbetrieb laufen lassen. Standardmäßig macht Windows nur 4 Abfragen oder Anfragen. Danke. Bis zum nächsten Video.